Herr Hofer, heute sind wir in Burgenland. In genau 2 Monaten steht die Burgenlandwahl an. Es gab heute eine große Pressekonferenz. Sie haben da scherzhalber auch gesagt, hier werden Skibretteln verteilt und Blockflöten an Kinder. Gibt es bei Ihnen in der Familie auch diese Geschenke? Und wenn ja, was wird damit gemacht? Meine Kinder sind schon erwachsen und werden daher nicht in den Genuss dieser Geschenke kommen. Aber natürlich ist es so, und das geht es ja, dass man mit dem Steuergeld sehr verantwortlich umgehen muss. Und wir sind ja einmal keine Skination als Burgenländer. Es werden ja auch in Schladming keine Surfbretter für den Neusiedlersee verteilt. Und ich habe auch mit jemandem gesprochen, der hat mir erzählt, es ist ein Manager aus dem Burgenland, der hat gesagt, wir hatten als Kinder wenig Geld. Mutter war alleinerziehend, konnte es sich nicht leisten, dass die Kinder zum Skikurs mitfahren. Das lag aber nicht an den Skiern, das lag an den Liftkosten, das lag an der Nächtigung. Bei Skier kann man sich auch ausborgen und ich fürchte einfach, dass diese Skier, die man hier so verteilt, dann in 2, 3 Jahren im Eck stehen und dann niemand mehr helfen werden. Dann gar nicht mehr gebraucht werden. Sie haben heute das Wahlprogramm vorgelegt, 56 Seiten ist es stark. Was sind denn hier die Eckpfeiler? Also ganz, ganz wesentlich ist für uns die Frage der wirtschaftlichen Gesundung des Burgenlandes, ein Budget, das auch in den nächsten Generationen halten wird. Standortpolitik, also Verkehrswege, die Wirtschaft braucht Verkehrswege, die Breitbandanbindungen, eine vernünftige Zuwanderungspolitik, weil Vernunft steht immer im Vordergrund bei allen Maßnahmen, die man leistet, eine Familienpolitik, wo es sich Eltern auch leisten können, aussuchen können, will ich jetzt noch zu Hause bleiben in der ersten Zeit beim Baby und beim Kind oder brauche ich die Fremdbetreuung aufgrund der beruflichen Situation? Also alle diese Dinge, die man auch kennt von uns als Freiheitliche, und die auch dann Teil der Regierungsverhandlungen sein werden. Und Sie gehen wahrscheinlich davon aus, dass die FPÖ auch ein sehr respektables Ergebnis einfahren wird, ein weitaus besseres als 2019, wo man bei 9% gelegen ist? Ja, ich glaube, dass wir ein sehr gutes Ergebnis einfahren werden. Das zeigen alle Gespräche, die wir bisher führen. Und vielleicht gibt es sogar auch eine kleine Überraschung. Mit wem soll denn diese Überraschung gelingen? Mit Landeshauptmann Doskozil oder mit der ÖVP als möglichen Partner? Ja, zunächst wird sie gelingen mit Hilfe der Wählerinnen und Wähler. Ich meinte das Wahlergebnis. Und nach dem Wahltag wird man sehr offen in Gespräche gehen, aber auch dabei Wahlergebnisse zur Kenntnis nehmen. Also werden wir anschauen, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer, wer ist Erster, wer ist Zweiter und so weiter. Und dann auf dieser Basis auch in die Verhandlungen gehen. Das heißt, nicht so, wie es der Bundespräsident gemacht hat, sondern Sie werden hier schauen, wer wird wirklich tatsächlich als Führender durch die Ziellinie gehen. Wer führt, wer hat wie viel verloren, auch das wird natürlich einfließen in die Bewertung. Aber in Burgenland ist es so, das schreibt die Landesverfassung vor, dass die Partei, die erste Partei geworden ist, egal wie viel sie verliert, auch einlädt zu Regierungsverhandlungen und das wird eben auch hier im Land so sein. Wie auch in der Steiermark, das ist jene Wahl, die noch zuvor ansteht. Kommen wir auch auf die Bundespolitik zurück. Wie gefällt Ihnen die Performance Ihres Nachfolgers Walter Rosenkranz? Der ist ja durchaus auch in der Kritik gestanden. Es gab den Orban-Besuch, da gab es Zuspruch, aber auch Kritik. Es gab die Kranz-Niederlegung, es gab die Beleuchtungsdebatte um das Parlament. Hätten Sie all dies genauso gelöst wie der Herr Dr. Rosenkranz? Also ich glaube, es ist ganz egal, wer jetzt der Präsident geworden wäre. Egal, ob das jetzt Walter Rosenkranz ist oder ich wäre genauso in der Kritik gestanden. Das ist eine Funktion, das ist die protokollarisch zweithöchste Funktion, nicht realpolitisch, aber protokollarisch. Und natürlich schaut dann jeder drauf und jene Parteien, die nicht wollen, dass ein Vertreter dieser Partei diese Funktion innehat, werden natürlich kritisieren. Mir wäre es genauso gegangen. Was sagen Sie denn zu den aktuellen Koalitionsverhandlungen? Werden die drei, nämlich ÖVP, SPÖ und Neos, zueinander finden? Man hat jetzt inhaltlich gehört, dürfte es doch den ein oder anderen Punkt geben, wo man nicht d'accord ist. Und auch das Budget wird für eine kommende Bundesregierung, welche auch immer, das ist eine Herkulesaufgabe sein. Das wird ein Gemetzel. Sie müssen sich vorstellen, dass er bei den Standpunkten man ganz weit auseinander liegt. Die Neos wollen zum Beispiel den Beitritt zur NATO oder das gesetzliche Pensionsanteilsalter erhöhen, also ich weiß nicht, ob 67, 68, keine Ahnung. Ich nehme mal an, dass die SPÖ eine etwas andere Position haben wird. Dazwischen steht die ÖVP. Also wenn man sich einigt, dann wird es eine sehr kleine Schnittmenge werden in einer Zeit, wo das Budget komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Also diese 5 Jahre Türkis-Grün haben uns eine schwere Last beschert. Es wird niemals mehr ein Vertreter der ÖVP Bruno Kreisky als einen Schuldenkaiser bezeichnen, haben wir oft gehört in der Vergangenheit. Kreisky hat im Vergleich jetzt zur ÖVP in diesen letzten Jahren nur minimalste
Schulden gemacht. Da hat sich leider vieles zum Negativen geändert. Sind Sie froh, jetzt ins Burgenland auch zu kommen, wo es vielleicht doch ein bisschen ruhiger ist als in der Bundespolitik, oder wären Sie jetzt aktuell auch gern in Wien dabei bei den Debatten, die es da gibt? Also ich werde dafür sorgen, dass es im Burgenland nicht so ruhig ist. Es wird sicherlich ein spannender und aufregender Wahlkampf werden, aber eines habe ich gesagt, ich stehe für eine Politik, wo ich den politischen Mitbewerb nicht persönlich attackiere. Ich bin knallhart bei der Sachpolitik, bei den Fakten, trage auch die Dinge, die hier gemacht werden von der Regierung, in ganz vielen Bereichen nicht mit, das wird sich auch ändern, aber ich werde niemanden persönlich attackieren, dass vielleicht auch noch die Familie mitleidet, das mache ich nicht. Aber, wie soll ich sagen, es wird eine Politik sein nach dem Motto, hart in der Sache und verbindlich im Ton. Herr Hofer, vielen Dank. Dankeschön. Danke.